Wir sind jetzt gerade von Akihabara auf dem Weg nach Shinjuku, um unser Gepäck dort zu lassen. Und dann geht's erstmal nach Asakusa. Angekommen und Asakusa war früher ein Entertainment District und da gibt es auch sehr viele Schreine und wir werden uns das heute einfach mal anschauen und so ein bisschen rumgucken und glücklicherweise haben wir ein paar japanische Studenten gefunden, beziehungsweise sie haben uns gefunden und sie haben uns gefragt, ob sie uns ein bisschen hier rumführen können und sie reden halt mit uns Englisch. It has a two guardians. Mhm. God of Wind. Mm-hmm. And the box he carries is used to be, I used to walk out the window of wind. Okay. Yeah. And the other one? And the God of Thunder. Sun? Thunder. Thunder God. Thunder? Yeah, thunder. Lightning. Ah, thunder. Oh. Der Gonna.Beja eigentlich ein bisschen aussieht wie Enel, lustigerweise. Temple called? Yeah, it's Hozomo. Hozomo. It means treasure gate. Ah, treasure gate. Wenn man das einatmen, soll man übrigens blau werden. Also müssen wir ganz wieder von einatmen. Das Lustige ist, da vorne ist geschrieben, keine Fotos machen. Und irgendwie machen hier halt alle Leute Fotos. Well, it's still kind of light. So should I... What are you doing? Camera moving. I don't know. You know, like, I don't know. Yeah, because these eyes... Yeah. Is this auto? Maybe no. Change the ISO to 100 because it seems like it's thinking this is. Mm-hmm. Yeah. And now, Wende? Yeah. Oh, no. It's the first time to do it manually. Kind of. So I'm teaching. Yeah. Oh. Yeah, so now it's just darker. No. Ah. Dadurch, dass das weißer Himmel ist, yeah. Ist es noch ein bisschen weißer als sonst. Mein Name ist Zuko. Wir sind. Was war der Name? Sensoji. Wir sind jetzt hier am Sensoji-Tempel. Das ist der Wir sind jetzt hier in So. Nah! In. Vor allem in. Wir sind nicht in. Wir sind jetzt hier am Sensoji. Wir sind jetzt hier am Sensoji. Ich kann das nicht sagen. Wir sind jetzt hier am Sensoji-Tempel. Und zwar ist das der älteste Tempel in Tokio. Und wie alle Tempel ist es natürlich ein buddhistischer Tempel und er sieht zwar relativ neu aus, aber das liegt nur daran, dass er halt immer wieder neu aufgebaut wurde, nachdem er halt irgendwie zerstört wurde sozusagen. Ein kleiner Minischrein. Ein kleiner Minischrein. Yeah. Wir sind jetzt hier an einem Schrein angekommen und wenn man einen Schrein betritt, muss man sich eigentlich immer erstmal die Hände waschen, damit man sozusagen gereinigt ist und den Schrein nicht beschmutzt. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie man das macht. Ah, dann für die rechte. Dann nimmt man in die linke ein bisschen Wasser. Reinigt den Mund und dann. Das verkacke ich immer. Aber egal. Tschüss. Und hier haben wir den Asakusa-Schrein. Oh.
auch gerade Leute heimlich im Kimono. Bischi, bischi, bisch. Ich würde die am liebsten timelapsen, aber ich kann meine Kamera hier nirgendwo hinstellen. Finding Dory. Es gibt einen Dory-Fisch, aber keine Ahnung, wo er ist. Er ist nicht da. Nein, er ist nicht da. Wir haben versagt, wir haben Dory nicht gefunden. Oh, wir haben Dory doch gefunden. Und Nemo ist auch da. Und Baby Nemo auch. Martin und Nemo. Yeah, da ist Martin, Dory, Nemo. Matcha Heaven. Hi, Mart. Hi, Mart. Oh, aber Coca-Cola gibt's, also die gibt's nur noch einmal. Hier gibt es sogar die Tropic-Frutti. Es gibt auch Trolli. Oh. Viel geiler. Ich mag keinen Kirsch. Ich hasse Kirsch. Trolli. Und Katjes. Oh mein Gott. Katjes. Oh. Okay, das wird jetzt hardcore. Die kosten hier 30 Cent weniger als dort, wo ich sie sonst kaufe. Und deswegen werden wir jetzt davon einige mitnehmen. Okay, eins. Das ist schwierig. Zwei. Drei. Das sind drei mit der Verpackung. Dann nehme ich noch drei mit der anderen Verpackung. Mhm. Eins. Zwei. Und. Ups. Okay, warte, das hier wollte zu mir. Dann nehmen wir das. Drei. Fokus. Ja, der Fokus ist manchmal komisch. Ich muss dein Gesicht verdecken. Ja, daiju. Okay. Japanische Süßigkeitenverpackungen sind übrigens immer übelst schwer aufzubekommen. Finde ich gar nicht. Ich finde, die sind immer voll clever. Okay, nochmal Ruffy. Okay. Neu, aber nicht neu. Dum, 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 dum. Ja! Chopper! Yeah! Yay! Okay, drei neue. Das ist okay. Das ist okay. Ich soll aufhören zu filmen, yeah, ne? Ein PPAP-Café, alles klar. Wie gesagt, alles klar. So, jetzt wird erstmal bei Subway gegessen. Denn Subway hat einfach mal das geilste Ewi-Sandwich ever. Ein Ben & Jerry's Laden. Da muss ich reingehen. Oh, Regenschirme. Auf geht's. Ben & Jerry's. Ich habe jetzt Save Our World, weil das meine Lieblingssorte ist. Dann irgendwas Lemon Fuji, glaube ich. Und dann was mit Matcha. Und ich konnte es halt vorher kosten. Und es ist mega lecker. Und das werde ich jetzt alles essen. Und dann werde ich fett.
jetzt gerade nochmal in Harajuku unterwegs, um ein paar Schuhe zu finden, aber irgendwie ist das gar nicht so einfach. Und falls ihr euch fragt, wer mich eigentlich die ganze Zeit immer so filmt, ich bin heute nämlich nicht ganz allein unterwegs, sondern der Max von Epic Vlogs ist bei mir dabei. Hallo! Hey, und ich verlinke euch Max' Kanal mal unten in der Videobeschreibung, denn der Max ist nämlich auch gerade zur Zeit in Japan und macht ein paar Vlogs. Also ich bin eigentlich nur hierher gebeamt, ich bin gar nicht wirklich da. Oh, ach so, es ist nur meine Imagination. Oh, ja, genau. Fuck, ich rede zu viel Englisch in letzter Zeit. Nein, ich bin auch gerade in Japan und ich bin hier für ein halbes Jahr und mache auch Videos. Genau. Auf jeden Fall mal vorbeischauen und wir suchen jetzt weiter noch ein paar Schuhe.